Hi Leute, ich habe wieder einen Roller gekauft. Einen RS 450, auch wieder ein China-Roller. Und jetzt geht es darum, bei dem die Ventile einzustellen von dem 139 QMB Motor. Dazu muss das Helmfach raus. Und zwar die zwei Schrauben müssen auf. Dann die zwei, die hier unten sind. Alles 10er Schrauben und die Schraube muss raus. Okay, dann mal einen 10er Schlüssel und oder eine 10er Ratschi holen. Mit so einer Ratschi dürfte das echt gut gehen, die Schrauben locker zu schrauben. Dann den hier, Ratschi. Und den hier. Und das da dürfte auch eine 10er sein, denke ich mal. Ja. Okay, dann mal die 10er Schrauben rausdrehen. Die da mit Beilagscheibe, die ist aber lang. Okay, ich mache alles dahin. Dann die beiden. Okay, die ist auch draußen. Ups, die liegt jetzt da drin. Schon leg ich sie. Nee, ich krieg sie nicht. Lass ich die da mal liegen. Die da raus. Hat schon fast einen Magneten, dass ich die Schrauben krieg. Die raus. Okay, die raus. Da sind noch Muttern drin. Und hier glaube ich nicht, nee, hier nicht, hier sollten eigentlich auch welche drin sein. Die aufheben, die braucht man wieder. Gut, und dann das Ganze einfach mal einfach rausheben. So, dann sind wir da dürfen wir einiges wegschrauben. Die Schrauben, die vier, und die Schraube hier, glaube ich. Dann fange ich mal an, die Schrauben aufzuschrauben. Es sehen so, wie es aussieht, auch 10er Schrauben, aber der Deckel muss ab zum Ventil einstellen. Der Deckel hier, sieht man, Vergaser, Motor, der Deckel muss ab. Also mein Deckel abschrauben. Weil man gar so schlecht hinkommt zum Deckel abschrauben, würde ich sagen, nehme ich das dann noch raus. Das ist da unten noch mit zwei Schrauben festgeschraubt, die Schrauben raus, damit ich das abnehmen kann. Dann nehmen wir das ab, das auch ab. Und dann schaut schon viel besser aus. Jetzt kommt man richtig hin an die Schrauben. Die da habe ich schon locker geschraubt. Die da, schon locker. Jetzt muss ich die noch aufschrauben, die aufschrauben und die aufschrauben hier. Und dann müsste das Ganze hier runtergehen. Das kann ich dran lassen, meine ich. Ja, das müsste ich da dran lassen können. Okay, dann mal den runterschrauben. Geht am besten auch mit einer Ratsche mit 10er Nuss. Die geht da drauf. Da nehme ich eine Verlängerung, dann da auch eine Verlängerung. Ja. Wenn die Schrauben draußen sind, also die da, dann die beiden. Also die beiden hier. Dann die hier unten raus, die habe ich mal noch drin gelassen, locker. Dann habe ich mal angezogen und es ist schon locker. Jetzt brauche ich nur noch die rausschrauben. Und dann müsste ich das Ganze abnehmen können. Genau, die raus, dass man nicht runterfällt. Und möglichst kein Dreck reinfällt. Ah, da ist es. Erstmal die Dichtung, auf die aufpassen. Da ist Motoröl und die Dichtung, dass die schön sauber abschließt. Das da wäre Abgasrückführung. Ist irgendwie nicht mal angesteckt oder angeschlossen. Sollte da was rein? Nee. Ich denke, das saugt der Luft an oder sowas. Keine Ahnung. Okay, das wäre das AGR-Ventil. Das ist schwarz hier vom Auspuff. Da wo er dann hier die Abgase wieder ansaugt. Vielleicht sollte man stilllegen. Weil dadurch werden die Einlassventile. So, jetzt kommen wir zum Ventilspiel. Die Ventile wären das hier. Und das hier. Ups, das hat schon sehr viel Spiel, das unten, das Auslass. Das kann man richtig bewegen. Jetzt müssen wir den Motor erstmal auf OT drehen, auf dem oberen roten Punkt. Und zwar, eigentlich macht man das, indem man da hinten die Klappe aufmacht. Ich versuche mal, bis du hinkriegst. Wenn ich den drehe, den Motor mit dem Kickstarter durchdrehe, dann geht erst das erste Ventil auf und das zweite. Oder ich drehe ihn einfach auf OT. Auf OT. Das ist locker, das ist auch locker.
Hier habe ich die Nockenwolle, da die Steuerkette und da die Ventile. Die Ventile kann man einstellen, indem man die obere Schraube löst, an der mittleren dann das Ventilspiel einstellt und die da wieder zusammenschraubt. Und das ist kein 10er, das müsste die 8er oder 7er sein. Obwohl 10er greift auch schon fast, aber das ist 8er, denke ich. Ja, da, ne, 8er ist es nicht, dann ist es 9er. 9er muss, dann brauche ich eine 9er. Da habe ich eine 9mm. Genau, die 9er passt perfekt. Das sind 9er Schrauben hier für die Ventile zum Einstellen. Okay, jetzt drehe ich ihn erstmal auf OT. Dazu rumgehen. Dazu hier den Stopsel raus. Den hier, den Stopsel. Ja, ups, runtergefallen. Den hebe ich mal auf. Den habe ich beim Anfang verloren. Und jetzt müsste hier irgendwo da drin ein F stehen. Also ich muss ihn drehen, bis da ein F steht. Warte mal, ist das auch ein 10er? Und dann kann ich ja versuchen, den mit Ratchet zu drehen. Mal schauen, ein 10er wird das wohl nicht sein. Nein, ein 10er ist es nicht. Es ist ein 14er oder so. Schau mal, ob ich eine Nuss habe, eine passende. Könnte die passen? Mal schauen, ob die passt. Die passt. Ups, die passt sogar. Dann könnte ich den Motor auch mit der Ratschi drehen. Und zwar nach links. Bis hier das F ist. Ah, da ist es schon. Da ist schon das F. Hier ist auch schon das F und das T. Kleines Stück zurück. Jetzt, wenn es falsch ist. Und zwar hier unten ist eine Unterkante. Also hier unten sieht man schlecht, ist eine Kante. Und da steht hier ein T und ein F. Und das muss mit dem T hier fluchten, die Kante. Also durchs Rädchen reinschauen, den auf OT drehen. Und dann kontrollieren, ob beide locker sind. Also das hier ist locker und das hier, dass keines der Ventile geöffnet ist. Wenn es auf dem anderen toten Punkt ist, genau eine Umdrehung weiter drehen, dass beide Ventile offen sind. Jetzt hat das viel Spiel und das noch mehr Spiel. Jetzt, wie stellt man die ein am besten? Ventilspiel Einlass, Auslass sollte 0,10 mm betragen bei dem. Oder Einlass 0,05, Auslass 0,1. Und jetzt habe ich mir gedacht, ein Blatt Papier, vielleicht hat das die Maße. Ich messe mal zwei Blätter Papier. Hier. Und komme auf 0,19. 0,20. 0,19. Okay, das wäre zu viel. Dann messe ich mal ein Blatt Papier nur. Ein Blatt. Dann bin ich bei 0,14. Warte, jetzt wenn ich das richtig messe, 0,10. Ja. Ups, jetzt mach ich mal das mit der Kamera am besten hier. 0,10. Jetzt wenn ich das noch ein kleines bisschen hin und her bewegen kann hier. Das ist lose. Aber ich habe 0,10 und kann das Blatt gerade noch reinschieben. Gut, wenn ich es auf Anschlag drücke, geht 0,9, 0,8. Na, wenn das da sich lose bewegen lässt, habe ich 0,10. Das bedeutet, ich stelle jetzt Einlass und Auslass auf 0,10 ein. Das heißt, das Blatt, das muss sich ganz leicht da rein bewegen. Aber das hier bewegt sich zu leicht rein. Ich reiße meinen Streifen ab. Also ein Blatt Papier hat ziemlich genau einen 10 mm, also 0,1 mm. Und ich muss das leicht reinkriegen und ich krieg's auch leicht rein zwischendurch hier. Und ich krieg's zu leicht zwischendurch. Die hat immer noch Spiel hier. Also ist das Spiel zu groß. Und das hier unten hat noch mehr Spiel, ist auch zu groß. Das heißt, ich schraube jetzt erstmal das locker. Nicht? Okay, ich nehme die 9er Nuss wieder und schraube das locker. Aufpassen, locker schrauben geht, nur nicht zu festziehen dann am Schluss, weil es ein feines Gewinde und es ist schnell ab. Ich habe jetzt locker geschraubt, jetzt kann ich das leicht drehen. Hier, das in der Mitte. Jetzt drehe ich das mit dem Finger, bis es so ansteht. Und dann ein ganz klein wenig noch zurück. Bis es ansteht und zurück. Und dann ist damit wieder drauf geschraubt. Mal schauen, lässt es sich noch bewegen? Sehr streng.
Dann noch ein klein wenig zurück. Immer noch sehr streng. Es darf nicht streng gehen, es muss leicht gehen. Geht's jetzt immer noch zu streng? Warte, ich stopp's mal wieder auf. Jetzt geht's leicht. Es muss leicht gehen, aber nicht zu leicht. Da ist zu, da geht's zu leicht. Hier. Okay, wobei ich spüre wieder ein kleines bisschen größer wird. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's leicht, aber nicht zu leicht. An der Stelle, was Papier trocken ist. Papier hat genau 1/10 mm. Man kann es schön leicht noch bewegen. Das ist da schon fast noch ein bisschen weiter. Okay, jetzt nehme ich die Ratsche und ziehe das leicht fest. Nicht nur leicht. So, und schaue ich, ob ich das immer noch so leicht bewegen kann. Aber noch leichter. Noch leichter. Das heißt, ich schraube es wieder auf, drehe es ein minimal kleines Stück wieder rein. Das ist das Einlassventil. Ich es wieder offen, weil wenn ich es zuschrauben tue hier, dann wird das Spiel wieder ein bisschen kleiner. Also so ist es zu, so liegt es an. Ein klein wenig auf, also das anliegt ein klein wenig auf. Und hier wieder zuschrauben. Okay, weil jetzt dreht nämlich das mittlere alles mit. Okay, jetzt geht es streng. Aber man kann es noch schön hin und her schieben, das Papier, obwohl es streng geht. Okay, dann kann ich das jetzt mal ganz festziehen. Gut, das reicht. Nur nicht zu fest, weil noch zu fest ist das Gewinde. Das ist ein ganz feines Gewinde hier. Und das ist dann ab, wenn es zu fest ist. Gut, ich kann es leicht bewegen. Kriegst leicht wieder raus, kriegst auch leicht wieder rein. Ich habe ein bisschen Widerstand da und es klappt. Okay, da kriege ich Papier dazwischen. Jetzt mache ich genau das gleiche hier unten und da unten ist es auch etwas fingelig. Also, das da rein. Ups, da ist viel Öl. Ich glaube, da passt es auch schon fast. Ne, es ist zu viel Spiel da. Es geht viel zu leicht. Das Papier geht viel zu leicht. Ach ja, der Mutter muss kalt sein beim Einstreuen. Ganz wichtig, der ist kalt. Der ist eiskalt. Also, es geht da zu leicht rein. Geht viel zu leicht rein. Ein bisschen Widerstand muss da sein. Das ist 0,1 mm hat. Also unten hat es mehr als 0,1. Das heißt unten aufschrauben. Unten ist auch nicht sehr fest zu. Oben war es fester. Oben haben sie fester zugestoppt. Hat weiter. Oder rutscht es durch? Nein. Ist schon lose. So, und drehe ich unten zu. Das ist Papier fest. Ich drehe das Papier fest quasi. Das Papier fest und dann ein klein wenig wieder auf. Noch ein klein wenig wieder auf. So würde es passen. Okay, ich habe jetzt mal da genau das gleiche gemacht wie oben und habe es auch wieder festgezogen, das da. So, wenn das Papier zu sehr verölt ist, kann man es auch wechseln und neuen Streifen nehmen und abreißen. So, und das Papier geht leicht hin und her. Also 0,1 mm sind es auf jeden Fall. Dann kommt das Papier wieder raus. Das Papier geht leicht hin und her. Ohne dass beschädigt wird, ist wichtig. Es ist nur voller Öl. Und das Spiel ist da. Da oben auch Spiel. Es dürfte da oben genau 1/10 mm Spiel sein und da unten auch. Man kann es nochmal nachkontrollieren. Papier rein. Ups, geht leicht rein. Man kriegt das Papier leicht rein. Aber es hat trotzdem ganz schön Widerstand, es wird ganz schön festgehalten hier davon. Und unten auch. Das Papier geht rein. Ups. Wenn ich es reinkriege. Das Papier geht rein, hat aber Widerstand, er wird festgehalten vom Papier hier unten. Ja. Genau, jetzt ist drin das Papier. Aber das Papier wird festgehalten von hier. Ups. Ja, man kann es hin und her schieben. Bei dem mal vielleicht sieht man es so besser.
Schlafstein bitte. Und es regnet. Hier. Man kann schön hin und her bewegen. Das Papier wird aber ein bisschen festgehalten hiervon. Wenn das Papier weg ist, dann tak, tak, tak. Genau. Mal schauen. Oben scheint es größer zu sein als unten. Obwohl, nee, es ist gleich. Wenn ich den Hebel hier anschaue, wie weit der sich bewegt, und den Hebel hier, Minimalspiel drin. Genau, der hat Minimalspiel und der hat Minimalspiel. Okay, das war's schon. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Aufpassen, dass wir da nichts schmutzig machen. Dass da nicht zu viel Schmutz oder so reinkommt. Den Deckel wieder drauf schrauben, die Schrauben wieder rein und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Das dürfte nicht mehr so klackern wie in der Maschine. Und bloß nicht zu wenig Spiel einstellen, lieber etwas minimal zu viel als zu wenig, aber auch nicht viel zu viel. Ich kann jetzt einmal kurz ein bisschen weiter drehen. Ein bisschen weiter drehen, da dürfte sich nichts verändern. Genau, da ist fast zu viel Spiel da. Da ist okay. Und da habe ich fast zu viel Spiel beim Einlass. Ich glaube, den Einlass, den schraube ich noch minimalst rein. Der Auslass passt, sonst klackert der Einlass zu sehr. Einlass darf dünner sein, darf bis 0,05 sein, Auslass muss 0,10 sein. Auslass ist schon 0,10 und Einlass ist auch 0,10, ist eher 0,12, 0,13. Ich mache den Einlass noch ein klein bisschen rein und schraube wieder zu. So, und langsam kommt ein Unwetter, also die zwei Schrauben habe ich schon festgeschraubt. Dann hier den Deckel, die 1, 2, 3, 4 und die zwei Schrauben habe ich los. Seht, die unteren braucht man nicht öffnen, die sind mit dem Verdeckel verbunden. Sondern nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze in etwa mittig ausrichten und wieder zusammenschrauben. Und schauen, dass die Dichtung einigermaßen sauber ist, dass nicht das Öl rauskommt unterwegs. So, dann das Heimfach wieder rein. Mal gucken, da haben wir, das ist der Seilzug fürs Heimfach. Vielleicht noch ein Stecker. Dort unten gehört normalerweise auch noch ein Stecker hin, aber ich habe keinen gefunden. Von daher, ja. Okay, dann mal, nee, das ist kein Stecker, das ist ja, das saugt der Luft dann irgendwie da unten, ist ein Luftfilter. Okay, dann jetzt einfach wieder rein. Dann so zum Einstellen der Ventile nochmal, und zwar wenn ich da genau 0,10 habe, und ich nehme das Papier und ziehe das da durch, dann hat es einen leichten Widerstand. Einen ganz leichten Widerstand, aber ich kann es hin und her schieben. Ja, ich kann es leicht hin und her schieben, aber ein bisschen den Widerstand gibt es. Das kann man so als Anhaltspunkt nehmen. So, wenn ich etwa die Auflagefläche habe, das ist ein ganz leichten Widerstand. Jetzt bin ich schon bei 0,11. Jetzt wenn ich auf 0,15 oder so einstelle, mal schauen, ob ich es größer, größer bekomme. Ups, das ist schwer, 0,15 einzustellen. Bin nämlich gleich viel größer, daher ist es so schwer, das von Hand einzustellen. 0,15, 0,16, gut, bei 0,15, 0,16, wenn ich da mein Papier durchgehe. Warte, ich reiße mal nochmal ab. Abreißen, wenn ich da mit dem Papier hier durchgehe, dann geht das viel zu leicht. Es ist total locker. Also 0,10, 0,15 merkt man, da ist es total locker. Und bei 0,10 hier, brauche ich es noch kurz zusammendrücken. Dann nehme ich die schon mit, da habe ich etwas Widerstand, aber ich kann es leicht hin und her schieben bei 0,10. Also so ein Papier hat genau 0,10. Das Ganze zusammenschiebe 0,0. Ja. Und wenn ich dann mit dem Papier die Ventile einstellen, müssen die auch 0,10 haben. Dann probiere ich das mal aus und starte den mal. Okay, wenn man genau hinhört, hört man die Ventile. Jetzt. Ganz, ganz leise. Ich
echt ganz, ganz leise hört man sie klackert. Da muss man dann wirklich ganz genau drauf hören, auf die Ventile. Die sind jetzt lange nicht mehr so laut wie vorher. Vorher hat man sich das angehört wie so die Nähmaschine, das Klackern. Und jetzt ist es verschwunden, das Nähmaschinenklackern. Und die Ventile sind beide auf 0,10, also auf ein Zehntel Millimeter. Die sollen auch auf 0,1 Millimeter bei 139 QPM, QMB Motor oder QPM. Ja, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ist halt der China Viertaktroller Motor. Das ist das Ventilspiel 0,10. Aber wenn es größer ist, dann geht das auch auf die Nockenwellen lang, gell? Und dann kannst du die zertrümmern. Und das ist mir schon passiert. Allerdings kann es auch auf die hohe Drehzahl zurückzuführen sein, weil ich habe den mit extrem hoher Drehzahl gefahren. Okay, das war's dann mal. Wird auch langsam schon dunkel. Roller-Tutorial, wie man Ventile einstellt oder wie ich Ventile einstelle beim Roller. Okay.